Hallo und herzlich willkommen hier zu einem kleinen, aber feinen Video. Wie ihr seht, ist es draußen sehr rot. Ich wollte schon grün sagen. Wo befinden wir uns derzeit? In einem kleinen Survival-Spiel. Es heißt 7 Days to Die. Es wird von einem kleinen Entwicklerstudio gehalten und ihr seht, das ist einer der Events, die starten. Wie gesagt, 7 Days to Die. Der Name sagt eigentlich schon selber alles aus. Alle 7 Tage kommt halt ein Event, wo dann Zombies an ihr rankommen und euch killen. Übrigens, eine Sache vorweg, wenn ihr euch niederkniet, seht ihr, welcher Modus derzeit aktiv ist. Also nicht Modus, aber ihr werdet gejagt. Das heißt, ihr seid nicht versteckt. Das Auge geht auch manchmal zu. Wer Skyrim kennt, kennt natürlich dann auch das Auge, entdeckt oder versteckt. Und ja, das ist 7 Days to Die, ein Survival-Spiel mit Zombies natürlich. Ihr könnt natürlich diese ausstellen und dann euch mit Nahrungsmitteln versuchen, über Wasser zu halten. Dies ist auch möglich. Ihr seht bereits, ich habe verschiedene Waffen bei mir. Schrotflinte, Jagdgewehr, Pistole, Jagdmesser. Ich sehe auch der Knüppel. Und mein Speck. Leider sieht man das hier nur als Apfeltasche oder sonstiges. Aber na gut, soll uns nicht stören. Dieses Spiel ist schon recht alt. Hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Leider nichts dabei. Okay. So, Ladies, ich hab gehört, hier wollte einer sterben. Und wir haben den Blutmond überlebt sogar. Leute. Ja, man kann. Aber nachgeladen. Ja, es braucht dann immer so eine Weile. Ihr könnt jetzt übrigens auch die Leichen zerlegen. Es ist irgendwo noch ein Zomlein unterwegs. Welcher Richtung? Spürt heißt. Ja, er würde uns normalerweise nicht spüren, hätte ich nicht dieses wunderschöne Ei mit Speck dabei. Ja, da habe ich es dabei, deswegen werde ich gespürt. Verliert natürlich dieses Gespürt, denn wenn ihr es aufgegessen habt oder in einen Rucksack, besagt in eine Truhe gepackt habt. So. Wie ihr gesehen habt, ist es ein Überlebensspiel, ein Survival-Spiel. Und ein Spiel, was ich jetzt demnächst natürlich auch weiterhin fortführen werde. Ob es ein Let's Play sein wird, weiß ich noch nicht. Wird aber nicht sein. Ich werde einfach nur einen Guide dazu machen. Da Let's Plays da eher nicht so mein Fall sind. Ja. Es ist ein altes, aber feines Survival-Spiel. Leider sieht man kaum noch in irgendeinem Spiel so was Schönes. Es ist, wie gesagt, auch ein kleines Entwicklerstudio, was daran sitzt. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser kurze Einblick gefallen. Ich werde natürlich auch ein kleines Guide-Video dazu machen. Es ist jedem selbst überlassen, ob er sich das anschaut oder nicht. Wie gesagt, ich werde dazu noch Videos machen. Falls jemand das gefällt oder so, kann er sich das gerne runterladen. Und ich würde sagen, das war's dann erstmal mit diesem Video. Ich werde es dann hochladen. Dann.
Ich sagen, was das von meiner Seite. Ich loot hier noch fertig und wir sehen uns im nächsten Video.